Leute, Crymax hier. Wir starten das Video mit einer schön gekühlten Capri-Sonne Orange, Leute. Beste überhaupt für alle, die andere Capri-Sonne trinken, wirklich ekelhaft, Leute. Nur Orange ist der Real Shit. Wir schauen uns heute gemeinsam Oddly Satisfying Video. You will be relaxed and relieved watching. Schauen wir uns heute an. Ihr wisst Bescheid. Also wir machen so gesehen auch eine nicht befriedigt Challenge, Leute. Lasst natürlich mal ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, ab geht's mit dem Video. So, ich weiß nicht, was das ist, aber das ist so ein Holzstück, was irgendwie immer weiter runter sinkt, hat mich jetzt nicht so krass Oh, okay, okay. Ja, wie krass. Okay, das sieht halt irgendwie echt krass aus, ne? Ich weiß nicht, warum diese Rasierstoppelhaare aus dem Rasierer so rausgeschossen kommen. Meiner kann das nicht, aber es sieht cool aus. Oh mein Gott! Ey, habt ihr das gerade gesehen? Das ist ja voll nice. Leute, sorry, ich muss das kurz stoppen. Ey, ich will sowas haben. Wie heißt sowas? Ey, übel nice. Allein wie oft beim Essen überlegt man, wo man sein Handy so hinlegt, Leute. Da kannst du dein Handy reinstellen und dann siehst du das auch noch in voll groß wegen der Lupe da. Ey, voll, also das feiere ich, Leute. Finde ich nice. Finde ich sehr nice. Okay, da ist eine Feder. Die packt er da wahrscheinlich in heißes Wasser und dann zieht die sich zusammen und dann im kalten Wasser dehnt die sich wieder aus, Leute. Es ist, na nee, warte. Das andere war das heiße Wasser, wo es ausgedehnt war, cool. Oha. Oha, warum nur durch so ein Glas sieht man das? Keine Ahnung. Okay, er steckt da irgendeinen Schlauch in seinen... Bruder, was... Ach, was? Wie viel Staub hat der denn irgendwie in seinem Schuh? Das ist ein, wie so eine Art Gebläse halt einfach, ne? Okay, das sieht cool aus. Was ist das? Wie so eine Art Infinity Pool oder sowas? Ein Kartonschneider. Das richtige Praktikant. Er macht den ganzen Tag. Er ist professioneller Kartonschneider. Okay, das sieht aber wirklich sehr befriedigend aus, wie das geschliffen wird. Das Metall, was so geschliffen wird, Leute. Krass. Boah, er macht hier sein Knäckebrot, Jungs. Beziehungsweise, was für Knäckebrot? Das ist. Was war das? Das war diese Fladenbrot. Das verstehe ich halt auch nicht. Das haben wir ja schon mal gesehen. In irgendeinem Video. Warum wird der Rasen grün angesprayt? Die gießt ihn doch einfach öfter. Dann haben die Leute auch keine Farbe an den Füßen. Boah, eine Eierzählmaschine. Das sah aber wirklich cool aus. Oh, okay. Okay, Profi, wie er die da reinsortiert hat. Okay, so sieht eine Tube von innen aus. Also wenn es durchsichtig ist, auch mal interessant zu sehen. Ah, das wird oben mit blau und so pink aufgefüllt, damit die Farbe sich ändert. Sind das Angry Birds? Das sind doch diese Vögel von Angry Birds, Leute. Aber ich überlege gerade, mit welcher Mechanik die sich so nach vorne bewegen. Oh, da werden Steine rausgerissen, oder? Sah krass aus. Oh mein Gott. Eine Seifenblasenmaschine. Hä? Das sieht wirklich satisfying aus, wie so eine Treppe, eine Rolltreppe in den Himmel sah das. Das war voll unreal. Warum war da so mit Natur im Hintergrund eine Rolltreppe? Normalerweise sieht man so eine Rolltreppe nur in einem Einkaufszentrum. Das sah voll unreal aus. Okay. Da kocht, glaube ich, gerade jemand Nutella und es sieht halt aus, wie als würde diesen Nutella immer furzen. Let's go. Ich weiß nicht, was das ist, aber das sieht voll so klibberig aus. Ist das eine Mau? Ist das die Mauarm-Masse? Ist das das Geheimrezept von Mauarm? Hä? Okay, ich weiß nicht, wie das geht, aber es war krass, dass das Handy das gecheckt hat und dann das Video dazu abspielt. Was ist das denn? Macht er ja gerade diese Markierungen in die Reifen rein? Reifen werden noch nicht mit Handarbeit gemacht. Okay. Oh, okay, das ist cool.
Da kommt dieses Zitronensäure rausgepresst. Ich weiß nicht, was das für eine schwarze Klebermasse ist, Leute. Ich weiß, wer jetzt schon dreimal gestolpert wäre und mit Kopf auf Bordstein gefallen wäre. Ah, das Kerzen. Das ist Kerzenmacher. Boah, was in Deutsch? Das ist Kerzenmacher. Das ist ein Kerzenmacher. Okay, was ist das denn? Eine Glasflasche in der Mitte zerschnitten. Okay, das sah wirklich satisfying aus. Oh, oha! Oha, wie nice ist das denn? Ja, ich dachte, sowas gibt es nur in einem Windkanal, also mit so einem, in so einer Röhre, aber so im Freien, oha. Man hat direkt dieses Gefühl, man ist ein Vogel und kann fliegen. Was macht der da? Was macht der Idiot da? Ich weiß nicht, was das war. Boah, das sind wir hier, die Netzauswerfer im perfekten Radius wird hier das Netz ausgebrettert, Digga. So muss es sein. Das sind wieder die chinesischen Netzauswerfer hier. Die kennen wir doch schon. Okay, das ist das Eigelb? Oder was ist das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist irgendwas zu essen. Er hat da jetzt nochmal Milch reingehauen. Sind das Cornflakes? Ich weiß nicht. Das sah irgendwie komisch aus. Das sieht aus wie ein riesiges Ei, was geschält wurde. Was ist das? What are those? Ich weiß nicht, was das war, aber es sah irgendwie auch... Man will es irgendwie auch essen. Das will man nicht essen. Das ist ein... Keine Ahnung, Schildkrötentisch war das. Boah, das sieht ja auch krass aus. Ich schwör's euch, im Sommer, ich würd da auch drauf rumlaufen. Das ist in irgendeiner Stadt, aber es sieht wirklich cool aus. Er macht die bis zum Anschlag voll da. Füße. Ich finde Füße so ekelhaft, Leute. Real Talk. Das ist doch nicht befriedigend. Ey, was zeigt ihr mir da, wie ihr Hornhaut entfernt? Was, das ist doch nicht befriedigend. Das sieht doch einfach nur ekelhaft aus, Leute. Oder seid mal ehrlich zu euch. Ich verurteile euch nicht. Aber fand das gerade jemand geil? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Wenn ihr es geil fandet, dann habt ihr vielleicht einen Fußfetisch und steht auf alte, verschrumpelte Füße. Oha! Oha, das ist krass gemacht. Das ist ja krass gemacht. Das sah wirklich cool aus zum Einschenken. Jetzt gehen ihre Haare auf und... Die samtkleidigen Haare. Was ist das? Ich weiß nicht mehr, was das gerade ist, Leute. Ach, das ist ein Smartphone. Ey, das wird irgendwie so gelasert oder so. Ich dachte erstmal, das wäre irgendein Lava oder so gerade. Okay, das ist irgendeine tiefschwarze Flüssigkeit. Das sieht nicht so aus, als sollte man das essen irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß schon nicht, was es ist, aber wenn irgendwas so tiefschwarz ist, dann sieht es einfach schon... Wahrscheinlich sind wir Menschen von unserer Urzeit her schon so, dass wenn so schwarze Sachen wahrscheinlich giftig sind, dann hat man nicht so das Gefühl, das essen zu wollen. Okay, er macht hier diese Kickflips, Snickflicks, Overdecks. So. Oha. Oha, auf einmal die Brötchen gehen anders auf. Ich habe keine Ahnung, wie das machen. Wahrscheinlich sind da so kleine Fäden dran, die man jetzt nicht sieht, aber es sah cool aus. Oha, was für eine Achterbahn. Ist das nicht Ferrari World? In Abu Dhabi? Nee, warte, das war das nicht. Aber da ist Ferrari-Logo. In Ferrari World in Abu Dhabi war ich auch schon mal. Diese schnellste Achterbahn der Welt, die bin ich schon mal gefahren, Leute. Als ich damals 2017 in Dubai war, bin ich auch nach Abu Dhabi rübergefahren. Das war auch krass. Alter, das ist ja so nice. Das ist ja so nice. Traumhaus, Leute. Einfach, wenn die Fische, so eine Fischdecke... Sieht halt meistens nicht so sauber aus, weil die Fische kacken ja auch. Dann sieht man so Kacke an der Decke, aber ja, es kann auch cool aussehen.
Boah, iced out. Iced out Ring. Was macht der Spezialist da? Der kloppt da jetzt einen Teddybär da reingeprügelt. Aber krass, so machen die das. Ich wusste nie, wie man in so einen Luftballon sowas reinkriegt. Da wurde was richtig verschweißt. Jetzt sehen wir wahrscheinlich die professionelle Falttechnik. Ganz wild. Also das finde ich schon richtig wild. Einfach mal so mit Fallschirm von der Brücke runterspringen, auf Actionfilm angelehnt, Leute. Hey, das ist ja krass. Das ist ja krass. Wenn man da schaukelt, ist das Wasser verfehlt einen immer so. Ganz knapp. Okay, so eine Gondel, wahrscheinlich Skigebiet oder so. Keine Ahnung, warum das falsch rum ist, waagerecht. Oha, sie kann einfach hier die Bänder von ihren Schuhen wechseln. Dann hat sie immer neue Schuhe. Sieht immer neu aus. Okay, einfach mal eine Riesenrutsche. Boah, eine richtig große Rutsche. Cool. Leute, ich schwör's euch, das bin so ich am Strand. Ich buddel immer irgendwie so Kanäle und Bauburgen und so. Ich schwör's euch, hab ich erst letzten Sommer mit meinen dann in Türkei am Strand gemacht. Da bin ich Kind geblieben, was das angeht. Ich baue immer Kanäle, so wo Wasser entlangläuft. Und eine Burg baue ich immer. Und dann versuche ich immer mit, dass so eine Mauer muss dann immer die Burg schützen, dann kommt immer die Welle. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist das so. Und irgendwann hat die Welle immer meine Burg zerstört. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich fühle mich ehrlich gesagt jetzt nicht so krass befriedigt. Irgendwie diese satisfying Videos funktionieren bei mir, glaube ich, nicht. Aber schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch befriedigt fühlt. Lasst ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Crimex.